So, ich habe jetzt hier mal einen kurzen Stopp gemacht bei der Siemens Gamesa Offshore-Anlage. SGDD 8.0167. Die wirkt echt schon ziemlich klein im Vergleich zu den beiden Monstern von gerade eben, wo sie selbst schon riesig ist. Ja, wie bereits erwähnt, sehr beliebte Offshore-Anlage. Wurde schon über 1000 Mal gebaut. Vom Design her nochmal komplett anders. Ein längliches Maschinenhaus. So ein bisschen wie die alten Ein-Bonus-Anlagen oder die kleineren Siemens-Anlagen. Die neueren sind jetzt einfach nur noch ein viereckiger Kasten. Ja, die steht jetzt. Mal gespannt. Die steht, glaube ich, schon länger hier. Gut möglich, dass sie abgebaut wird und durch eine neue Anlage ersetzt wird. Online habe ich jetzt nichts gefunden, wie lange die Pacht hier läuft. Kann gut sein, dass sie gerade einfach nicht läuft. Warum auch immer. Oder sie wird abgebaut. Ist ja ein relativ schneller Turnus hier. Anlagen werden ja getestet, vielleicht 2-3 Jahre und dann ist schon die nächste Generation wieder da. Relativ schnell. Ja, jetzt doch nochmal ein kurzer Stopp hier bei der Siemens Offshore-Anlage. Ja, ich hatte recht. Hier ist nämlich schon das nächste Fundament wieder im Bau für eine neue Anlage. Und da sieht man mal, was für abartige Dimensionen das hat. Eine riesige Grube. Und das Krasse ist, dass hier halt alles sandiger Boden ist. Also wie man da ein Fundament so stabil baut, dass da so eine Riesenanlage stabil drauf steht, das ist schon echt eine Kunst. Ja, also wird die Anlage hier dann in Kürze demontiert, nehme ich an. Und dann kommt hier die nächste Anlage hin. Mal gespannt, was dann hier hinkommt. Vielleicht die V236. Oder, ja, weiß nicht, irgendein anderer Offshore-Prototyp. Auf jeden Fall spannend. Ja, auch verrückt, dass man hier so, wie wenn man Offshore baut oder irgendwas im Wasser baut, halt diese Metallplanken hier, dass scheinbar kein Grundwasser sich hochdrückt. Verrückt. Ja, wird gerade die eine Anlage abgebaut und direkt nebendran ein neues Fundament. Schon krass. Ja, und hier nochmal ein Blick in die andere Richtung. Hier sieht man jetzt nochmal die Siemens Offshore-Anlagen aus der anderen Richtung mit Rotor von vorne. Gigantisch. Wahnsinn. Also das hier ist echt ein Kinderspielplatz für Leute, die sich für Windkraft interessieren. Kann ich nur jedem empfehlen. Hier stehen jetzt drei Vestas Onshore-Prototypen. Alle drei Anlagen noch nicht gesehen. Die erste hier ist eine Vestas V155. 3,45 Megawatt, 140 Meter Nabenhöhe. Ich gehe davon aus, dass die Anlage nicht für den deutschen Markt bestimmt ist, für den deutschen Markt nicht so interessant, sondern eher für den asiatischen, nordamerikanischen Markt. In Deutschland ist halt immer so, je größer der Rotor wird, umso mehr ist halt auch die Nennleistung. Sieht man halt bei der 450 Inventus mit 6 Megawatt und die Anlage hat halt nur 3,45. Für manche Märkte ist es interessant. Besonders windschwächere Märkte, da will man mit dem Riesenrotor alles rausholen an Wind, was geht. Aber in sehr windschwachen Regionen wird halt die Nennleistung, also die 6 Megawatt, so gut wie nie erreicht oder nur sehr selten. Und da sind diese Anlagen interessant. Wo
kurzem wurde auch die V163 mit 4,5 Megawatt angekündigt. Gleiches Prinzip, sehr großer Rotor, geringe Nennleistung. Ja, im Prinzip ähnlich wie V150, der 4 Megawatt Plattform, V136. Beim Kühler hat man ein bisschen gespart an Materialkosten, aber von der Optik her ziemlich identisch. Ja, und dann hinten dran die zwei Inventus-Prototypen. Die V162, 6 Megawatt in der Mitte und ganz hinten. Die kleinste hier, die V150 Inventus. Beide mit 154 Meter Nabenhöhe. Auch Premiere für mich. In Deutschland gibt es ja schon einige Inventus-Anlagen, aber ich habe sie leider noch nie live gesehen. Im Sommer sehe ich vielleicht die erste. Aber ja, jetzt muss ich extra hier nach Dänemark kommen, um mal eine Inventus-Anlage zu sehen. Aber habe mich jetzt auch darauf gefreut, die Anlagen mal live zu sehen. Und ja, da will ich jetzt mal hinlaufen. So, jetzt steht hier in der Nähe von der V162, 6 Megawatt. Ja, die Anlage gibt es noch nicht so oft in Deutschland. Erst eine Handvoll Windparks, wo die Anlage steht. Wird jetzt immer mehr gebaut. V150 gibt es schon ein paar mehr. Aber V162 ist noch relativ selten. Ja, Premiere für mich. Das erste Mal, dass ich das Inventus-Design live sehe. Bisher immer nur auf Bildern und Videos gesehen. Und war nicht so überzeugt. Aber ich muss sagen, dass ich es eigentlich ganz cool finde. Sieht halt ulkig aus, weil ja, der Turm halt ganz vorne aufsitzt und das Maschinenhaus so lange nach hinten geht. Aber sieht eigentlich ganz geil aus. Und ich glaube, die Narbe der V162 ist nochmal ein bisschen anders wie der V150. V150 Narbe ist eher so ein bisschen, ja, so rundlich irgendwie vorne, also ein bisschen Pinocchio-artig. Und die hier ist vorne so ein bisschen spitzer. Aber schon auch echt ein gewaltiges Teil. 154 Meter Stahlturm. Ja, jetzt in Deutschland wird es ja jetzt auch viel mit Max-Bögel-Hybridturm auf 169 Meter gebaut. Vorher hat Vestas ja auf den Large Diameter Steel Tower geschworen und jetzt kooperieren sie auch mit Max-Bögel. Knackt ganz schön die Anlage. Irgendwie so ein Schlagen. Klack, klack, klack. Ja, zur Vestas V150 Inventus werde ich jetzt nicht laufen. Das ist nämlich echt noch ein Stück. Ja, also wenn ich euch einen Tipp geben darf, wer hier mal herkommt, Fahrräder sind auf jeden Fall von Vorteil, denn es ist echt weit zu laufen. Also es sind bestimmt 3-4 Kilometer zu laufen. Je nach Wetter in der prallen Sonne. Also es gibt keinen Schatten. Auf jeden Fall viel zu trinken mitnehmen und zu essen. Und ja, ich finde es echt weit zu laufen. Also mit Fahrrad wäre das auf jeden Fall bequemer. Das ist die 150 Inventus, auch 6 Megawatt. Hä? Nee. Nee. Das ist einfach eine V150.
ist keine Inventus-Anlage. Das ist eine stinknormale V150 4,2. Das Maschinenhaus sieht nämlich ganz anders aus. Sieht aus wie die 4-Megawatt-Plattform. Und der Kühler ist auch ein anderer. Ich dachte nämlich, hier stehen eine V150 und eine V162 Inventus. Aber dann lag ich doch richtig. Auf der Seite, auf dem YouTube-Kanal von Vestas gibt es nämlich ein Video, wo die V150 hier abgebaut wird und die V162 nebendran aufgebaut wird. Also hinten, das ist die V150 4-Megawatt-Plattform. Die kenne ich ja dann schon. Okay, gut zu wissen. Also gefällt mir gut die Inventus. Freue ich mich, wenn die in Deutschland gebaut wird. Ist halt aber auch echt halt ein Riesenkasten. Aber irgendwo, muss die ganze Elektronik halt hin. Ist ja bei Enercon jetzt genauso. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang das Maschinenhaus hier ist. Ob das so lang ist wie bei der neuen E160. Naja. So, jetzt stehe ich hier in der Nähe von der Narbe der V174 von MHI Vestas Offshore Wind. Ich glaube, das ist extra so eine Offshore-Sparte von Vestas. Schon gigantisch. Da ist selbst die Narbe schon echt riesig. Aber ich glaube, wenn man da jetzt die Gondel von der SGDD 220 daneben packen würde, sähe die wahrscheinlich hier auch schon wieder klein aus. Ja, ich schätze mal, die macht jetzt Platz für die V236. Kommt dann wahrscheinlich hinten hin, wo die ganzen Vestas-Anlagen stehen. Da ist noch ein Platz frei. Hier steht das unterste Turmsegment. Ist auch witzig, das habe ich mal gesehen in einem Video, als sie die Anlage aufgebaut haben. Das wurde an einem Stück aufrecht mit einem Tieflader hierher transportiert. Habe ich auch noch nie gesehen. Ja, insgesamt dann 4 Stahlsegmente. Und da liegen die langen Latschen. Auch eine sehr beliebte Offshore-Anlage, glaube ich, die Offshore-Anlage von Vestas. Das ist, glaube ich, als V164, V174, V182, glaube ich. Offshore kenne ich mich nicht so gut aus. Ja, aber wer im Winter mal hierher kommt oder Ende diesen Jahres, der sieht vielleicht die Vestas 2 V236. Wird bestimmt der Hammer. Das ist dann nämlich die größte hier, noch größer als die SGDD 222. Und kaum vorstellbar, dass es noch größer geht. Sieht man auch noch mal richtig schön, wie sie die Rotorblätter biegt. Echt jetzt ziemlich windig gerade. So, zum Abschluss habe ich jetzt hier nochmal für euch angehalten auf dem Weg zurück zum Campingplatz, weil von hier aus hat man jetzt echt nochmal eine tolle Sicht aufs Testfeld. Da sieht man mal den krassen Größenvergleich zwischen der G-Cypress und der SGDD 200. Da wirkt die G-Cypress echt popelig. Ja, und da ist dann die SGDD 222. Einfach gigantisch. Also die sieht man echt aus weiter Ferne. Da ist dann die andere Siemens-Anlage.
Ah, im Testcenter habe ich gelesen, da wird nochmal eine andere Siemens-Anlage aufgebaut. Daher auch das Fundament direkt nebendran. Was für eine und wann, weiß ich jetzt nicht genau, aber da kommt auf jeden Fall was Neues in nächster Zeit. Und dann hier nochmal die Vestas-Anlagen. Ja, da wird auf jeden Fall die V236 dieses Jahr noch gebaut. Ja, im Vordergrund auch nochmal so ein paar kleine NEC-Micon-Anlagen. Die stehen hier in der Gegend echt zuhauf. Ja, dann werde ich mich an dieser Stelle hier verabschieden bei euch. Das war jetzt echt ein langer Tag, aber es hat auch echt sehr viel Spaß gemacht. Ja, bin gespannt auf eure Kommentare zu den Videos. Ich werde die nächsten Tage auf jeden Fall noch ein paar andere Windparks besuchen. Schaut gerne vorbei, wenn ihr Lust habt. Ja, und dann haltet die Ohren steif und vielleicht sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut und bis dann.